Hallo, willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. Immer noch bei den Seelengefäßen. Wir haben noch nicht alle aufgesammelt. Das machen wir jetzt. Plus natürlich hier eventuelle Goldhaufen und Truhen. Und Bilder? Ah, nee. This jar glitters and glows. From within you think you can make out the distant sound of laughter. Die Hand auf das Gefäß legen. With a jerk, your mind is pulled to a scene in a tavern. You see a dwarf in the center of the room, joking us all around raw with laughter. All bar the zombies, who are slavishly serving food and drink. The door opens, and a tall, beautiful woman stalks into the room. She's flanked by heavily armed guards. You can't make out her words, but see the fear in the dwarf's eyes. The dwarf mutters a word, and the undead lurch towards the intruder, but are cut down like wheat. The dwarf tries to run, pushing her friends into the woman's path, but is grabbed before she can escape. As she's dragged away to a tower, you hear her cursing Bracchus Rex and his whore. Even when she's thrown inside and the door sealed, you can still hear her shouts. You pull your hand away from the jar, your head swimming. You can feel the dwarf's cold terror still twisting in your gut. Okay, mitnehmen. Wohin gehe ich denn jetzt auf einmal? Oh. The vision fades. Kann die Gier, nee, die Feigheit und Gier dieses Nekromanten nur verdammen. I've rarely seen such cowardice on display. Keeping the dead as slaves. What a disgusting display. She deserves every punishment she got. Being locked in a tower was more kindness than any necromancer deserves. Hier haben wir noch eine... Good fight. Good fight. Oh, jetzt haben wir hier noch eine Aktualisierung bekommen. Artefakt des Tyrannen. Tag 5, 12 Uhr 11. Wir haben Rüstungsteile gefunden, die Herz des Tyrannen genannt werden. Sie gehören scheinbar zu einem ganzen Satz. Etwas an ihnen ist seltsam. Nee, etwas ist an ihnen seltsam. Sie scheinen eine feurige Aura zu haben. Das ist ja super. Prüfe erstmal, wie eventuell... 1 Kriegsführung, das ist natürlich super geil für. Das ist einfach nur. Das ist ja super. Ivan! Wir gehen auch an Ding, nein. Ivan, das ist einfach nur. Der pure Shit für dich! Ah, it's been cursed. LOL! Ja, Ivan, das ist zwar pure Shit für dich, aber... Wenn du natürlich jetzt eine richtig gute Wasserresistenz hast, Feuerresistenz hast, dann wäre das ja im Endeffekt richtig geil für dich. Wobei diese plus 10 Feuerresistenz ja auch nochmal, ne, da oben drauf, dann... Ah, it's been cursed. Aber Ivan fängt dann leider an zu brennen. Das ist ja scheiße. Das ist dann natürlich eine doofe Situation, deswegen kann Ivan das dann doch nicht tragen. Okay, Ivan, du bekommst das. Okay, warum kann Ivan das nicht... Weil das natürlich... Ist doof. Schade, ich dachte, das wäre jetzt eine richtig geile Scheiße, die wir da jetzt gefunden haben, aber nee, leider nicht, denn das ist auch wieder so ein verfluchtes Teil. Leider. Jetzt kommen wir zum interessanten Seelengefäß. War ich ja mal davor. The jar before you may have looked opulent once, but no longer.
Now it's covered in grime, its paint chipped away, and its jewels long stolen. The soul jar rocks slightly, light flashing from underneath its lid. On its rim, you can just barely make out the name Gratiana. Oh yeah. Die Hand ausstrecken und aufs Gefäß legen. As soon as you touch the jar's cracked surface, you see a vision of splendor. Silks, fine food, and decadent lechery. But underneath it all lies bone and blood. The vision shifts. You see burning villages, slaughtered women and children. You see her, purging wand in hand, standing amongst it all. She throws her head back and laughter echoes in your skull. A shadow falls across her, and you see a large, weeping face. She reaches out as if to comfort, but Bracchus drags her back. You see her fall into the mire of the swamp, trapped. As you pull your hand away, you can feel a deep, longing sadness in your soul. Is it regret, or just sadness for a life that used to be? Wir nehmen auch mit. Good find. The terrible vision fades. Darüber müssen wir sie aufklären. Das war ja nicht so toll, Gratiana, was du da gemacht hast. Well, she lived a selfish life. She seems to have repented. She should be forgiven. Okay, wenn Bestia sagt, wir sollten sie vergeben, wenn er der Meinung ist, dass wir das tun sollen, ja, okay, dann. Whatever a person may have done in life, they can always be redeemed. Yeah. However her life began, it ended well. No one should be damned because of their youth. Okay, dann, ja, schön, dass ich alleine eine Meinung hatte und alle anderen gegen mich waren. You made it all this way. Ja, aber nicht dank dir. I'm sorry. He trembles and seems to shudder with a quiet sob. I'm cursed, you know. Bloody Bracchus bound me here to protect his vault. He has my soul in that jar just there, and I can't leave without it. As long as the jar stays unbroken, I can never truly die. Wir können theoretisch, ich weiß ja nicht, aber ich sag mal so, das eine Sehengefäß können wir ruhig zerbrechen, oder? Wir haben ja immer noch ein paar andere. Was hast du dafür getan, dass du so eine Strafe verdient hast? I don't rightly know. This was the Source King's way. Befriend you, then destroy you. I was a fool to expect I'd be an exception. His favor was intoxicating. That's no excuse, but it is the reason. Okay, wir machen das. Really? You would? He drops to his knees before you and grabs onto your feet with both hands, head hanging. Thank you. Ja, damit ist er gestorben und wir haben ein Level Up. Und wir dürfen eine Belohnung auswählen. Das ist natürlich jetzt die Frage. Was für eine Belohnung wäre das denn? Das wäre natürlich für Sibylle wieder ganz gut. Aber sie hatte ich auch gerade, ne? Vor allen Dingen, weil ich nicht glaube, dass irgendwie das gut sein könnte, weil sie, glaube ich, sogar was Besseres hat. Was wäre für... Ja, doch. Könnte man nehmen? Hack, hack, hack. Eine Einhandangst. Angst, ja. Nein, nehmen wir nicht, weil keiner... Also, Sibylle trägt Einhandsachen und Bestie... Aber nicht Äxte. Also das ist schon mal etwas, das fällt sofort raus. Und hier haben wir Zweihandschwert.
Ja, da ist natürlich die Frage, ob Ifan das gebrauchen kann oder halt nicht. ...23 bis 26 physisch. Wähle mal das hier aus. Und guck es mal bei Ifan, ob ich nicht vielleicht. Er hätte es gebrauchen können. Okay, kann ja mal passieren. Okay. Einmal das, das wäre. Nee, warte mal, hier. Ah, nee. Aber er hat trotzdem hier so ein Stärke-Ding bekommen. Also, so schlecht war das jetzt nicht für ihn, würde ich mal sagen. Und hier haben wir etwas für mich. So, und diese Rüstung, das gehen wir erstmal hier wieder IFA an, weil das kann ich verkaufen. Dann können wir mit einer Rune. Giftresistenz. Immer hier die Feuerresistenz. Und das werden wir mal Finesse. Das wird sie wahrscheinlich nicht anlegen können, ne? Ne. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ne. Aber eher, hundertprozentig. Und er kann es auch gebrauchen. Ja, so langsam werden unsere Charaktere stärker. Ifan könnte theoretisch. Nein, hat er nicht. Gut. Dann, wir haben Level Up. Das ist doch schön. Schauen wir mal, was wir so skillen können. Was ich hier natürlich wieder skille, ist auf Finesse. Ein Punkt. Und auf Gedächtnis war das, ne? Dass ich hier. Genau. Gedächtnis. Und was ist Verstand? Kritische Chance, ja, nee, brauche ich nicht. Danke. Nee, erstmal hier bleiben. Okay. Weiß nicht, ob wir auf Pyrokinet einmal noch skillen sollen, weil wir jetzt hier natürlich auf Pyrokinet zauber, aber ich bin ja eigentlich Jägersmann. Das heißt also, ist ja alles schön und gut, aber. Ich glaube, ich packe aber einen auf Distanz. So. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Sibylle. Sibylle, falsch, erstmal hier hin. Intelligenz und Gedächtnis wäre ganz nice. Natürlich auch wieder bei ihr. Damit die dann auch diverse Fähigkeiten dann natürlich auch lernen kann später, wenn dann mal wieder welche kommen. Und. Ach ja, ich immer wieder bin ich total verwirrt, warum sie hier überall Null hat, aber wir wollen ja bei Sibylle die Inkarnation übelst hoch pushen, weil sie ja selber nicht kämpft bei uns, also sie kämpft ja selber nicht so wirklich, sondern eher ihre Inkarnation, ne? Kämpft da eher für sie. Deswegen auch beschwören natürlich wieder einen Punkt drauf, weil wir dann irgendwann diese Rieseninkarnation beschwören können. Wenn wir das haben. Ich weiß nicht, ob wir dann immer noch Power auf Beschwören geben, aber dann müssen wir vielleicht auch langsam mal was anderes hier skillen. Aber Beschwören ist schon erstmal der richtige Weg. So war das ja. Ja, so. Ifan. Ifan braucht Stärke. Dann kann er nämlich auch wieder mehr mitschleppen. Und er braucht Gedächtnis. Und hier gucken wir mal. Er ist ja mehr so Kriegsführung, ne? Genau, da hat er schon 4 drauf. Ich denke mal, dass wir mal hier einen Punkt auf 2-händig machen. So. Und Bestie ist auch Finesse. Das heißt also, wir brauchen Zack und einmal auf Gedächtnis und. Gaune hat er schon 5. Also, Gaune hat er deswegen auch 5, weil natürlich seine Ausrüstung einmal plus 1, aber auch egal, wenn er auch diese Ausrüstung nicht hätte, dann Grundwert ist 4. Ich würde ja schon sagen, wir geben ihn hier oben auf, ne, weil. Ausweichen.
Das ist schon echt geil für ihn. So. Ja. Haben wir das. Schönes Level Up wieder gemacht. Jetzt sind wir alle Level 7. Im Endeffekt reicht Level 7 sogar, um von der Insel wegzukommen, aber... Hey. Erfahrung ist Erfahrung. Ja. So, die Katakomben von, hier, Katakomben von Brakkos Rex haben wir abgeschlossen. Tag 5, 12.45 Uhr. Wir haben Trumps Seelengefäß zerstört. Er sollte jetzt Frieden gefunden haben. Oh ja, das sollte er jetzt. Ein Seelengefäß haben wir deswegen nicht mehr, aber ich meine, warum ist auch nicht so schlimm, ne? Wir haben ja immer noch das eine Seelengefäß von der einen. Ich glaube, dass es immer noch klappen wird. Ah, Leute, ich gehe zurück. Hier eben, wo ist ja diese eine Barriere? Genau hier. Da ist der Weg. Und da ist noch der Hebel, um die zu deaktivieren. Aber bevor wir das machen, hier ist noch eine Statue. Speichern davor mal. Irgendwas. Statuen sind ja hier immer sehr gesprächig. The deity's head and hands are missing. Severed as if by a sword. You can't tell if this was meant to be symbolic somehow or a mere act of vandalism. Diese Statue hat etwas Seltsames an sich. Man sie gründlich in Augenschein nehmen. As you take in its chiseled details, you have a vision. The statue comes to life and embraces you awkwardly with its broken arms. Unable to resist, you're flown away into an endless dark. Wir kommen jetzt unsere erste Story Quellenmagiefähigkeit. Müsste das eigentlich, die Vision-Fähigkeit, ne? Ja! Das müssen wir auch machen, weil dadurch bekommen wir die Geistersicht. Eine höhere Macht hat dir vorübergehend die Fähigkeit gewährt, Geister zu sehen. Wenn du lernst, mehr Quellenmagie zu kanalisieren, kannst du diese mächtige Fähigkeit womöglich in der Ebene der Sterblichen deinen Willen einsetzen. Also, diese Fähigkeit sorgt dafür, dass wir Geister sehen können. Das ist eine Fähigkeit, die wir hier unten in der Leiste normal ausführen können. Die verbraucht auch keine Quellenmagie. Sie ist ein bisschen verwirrend. Aber sie ist eigentlich durchaus nützlich. Müssen aber immer erst, wenn wir so Story-Quellenmagie-Fähigkeiten hier freischalten. Das hier ist die erste. Und insgesamt haben wir, glaube ich, schalten wir, glaube ich, drei frei, ne? Für jeden Quellenmagie-Punkt ein. Also erstmal jetzt die Vision, dann die Segnung und dann auch noch den Quellenvampirismus, womit wir Quellenmagie abzapfen können. Und diese drei Sachen, die schalten wir über die Story frei. Können wir hier das erste Mal... der Halle der Echos umlaufen und soll Dissa sehen. Amid the soundless air of this alien world, a phantom-like figure awaits you. She too is a lizard, as you can tell. But there are telltale details in her features that conjure memories of incense and mantras. The onyx eyes, three-layered crown, and feathered shoulders. You recognize her from the statues that stand tall in desert sands. She is the goddess Zol Stissa, greatest of the seven. Red Prince, welcome be. May your words command the rivers. May your hands direct the winds. Fire of sun and rock of earth. May they serve you like faithful slaves. Red Prince, it is an honor. To your surprise, the goddess sinks to her knees and bows before you in reverence. Sie zum Aufstehen auffordern, es ist ihr Gebet und nicht deins.
Du hast es oft gesungen. Then you have prayed in vain. She rises and considers you with deep-set admiration, like one would a work of art. Red Prince, Godchild, truest ruby of all realms. Tell me, do you know why you are red? Nun ja. Eigentlich. Keine Ahnung. Some say you grew in the womb of a devil. Some say you are a volcano's tears sprung to life. But I think there is another reason for your brightness. You are red, Red Prince, because all of you is heart. You are carnage, and you are concord. The Lord of War and Lord of Wisdom. You are lust, and you are love. You are. That is why I saved you from the all-consuming sea. Why I soothed your lungs with my breath, and placed you gently on the nearest shore. Red Prince, you are greater than all others, for you are the sum of all others. You are the Ur-Father, the life-shaper made manifest in a man. I would see that man a god. Aber ich bin doch gar nicht hier der Gott, das ist nicht möglich. Du bist das doch. Also, hier steht nicht du, aber mit nicht du meint das Spiel halt nicht ich, sondern sie ist doch hier der Gott oder die Göttin. Doch voller Bullshit eigentlich. No. A goddess no longer. Robbed of my powers by the usurping divine. We, the Seven, are gathered here in these horrid halls of echoes. Dead spirits vying for rebirth. But none of us will be the one. One of our children instead. A godwoken like you. I have chosen you. You are to be my champion. Ja. Ja, seltsam vorgekommen, warum eine. Warum einen. Achso. Achso, ja, ja, sagen, dass dir das seltsam vorkommt. Warum einen, warum nicht sieben, wie früher? Those days are over. Only one can don his head with stars and wield the sources of infinity. A great battle is being waged. It is the twilight of the Seven and the day to dawn of the One. The powers of all divinity must unite. And they must unite in you, the paragon of lizards. Our kind must rule this world, and none other. None of the primordial slime that made it onto two legs by nature's oversight. Take up the mantle, Red Prince, and all will be well. All will be well. As she speaks these last four words, the outline of the goddess shimmers, shakes, then transfigures into an all too familiar shape. She stands before you in the guise of her, the woman you've been dreaming of for as long as you can remember. She is unparalleled beauty, and her skin's as red as yours. Yes, here she stands, your deepest secret, your deepest desire. She whom you've longed for since your soul slipped into consciousness, and you lock eyes with her. Ja. Was es damit auf sich hat und wie es weitergeht in der ganzen Sache. Hier noch in der Halle der Echos. Ja, beim nächsten Mal. Jetzt ist vorbei. Bis zum nächsten Mal, Leute.
Haut rein. Tschüss.